Aber nicht nur Sportler oder Sportlerinnen entziehen sich jeder Durchschaubarkeit. Es gibt da draußen auch Sportarten, die sich jeder Erklärung hartnäckig verweigern. Nehmen Sie beispielsweise Curling. Der Begriff Curling kommt aus dem Englischen, der Sport hingegen aus Schottland. Curl bedeutet im Englischen Locke, im Schottischen Hocke, im Hanseatischen jedoch großer Mann. Gute Freunde bezeichnen sich dort oft als echte Curle, allerdings nur noch. Es gibt... Was denn? Es gibt sogar einen Weltverband, der sich aus den Ländern Schottland, Wales und Yorkshire zusammensetzt und im amerikanischen Curl Harbor angesiedelt ist. Curling ist ungefähr so spannend wie einem 3-10-Faultier beim Zählen zuzugucken und geht so... Einer, der vorne immer Skip heißt, hinten dann aber oft ganz anders, schiebt ein Bügeleisen aus Granit oder dem Jura über eine Eisbahn und geht dann telefonieren. Zwei andere laufen vor dem Schlinderblock her und bohnern die Eisbahn wie nicht gescheit. Dadurch soll der Klotz schneller werden. Wird er aber nicht. Bleibt so aber sauber. Man könnte natürlich auch stärker schubsen, aber was sollten denn die beiden Minderbegabten mit den Besen machen? Und vielleicht mal die Umkleidekabine lüften oder was? Der vierte steht im Zielkreis, bestimmt die Schubsrichtung, wird böse und schreit, blöder Skip, wenn der Schubser vorbeigeschubst hat oder freut sich, wenn die Granitbettpfanne im Häuschen zu liegen kommt. Er versteht nichts und hat ständig kalte Füße. Es spielen immer zwei Mannschaften gegeneinander, was in dem Sinn eines Wettbewerbs schon recht nahe kommt. Schon der erste Durchgang heißt End. Obwohl noch acht kommen. Die genauso heißen. Der berühmteste Curler aller Zeiten war Curling Moss. Der brach samt Schubsklotz während des Olympischen Demonstrationswettbewerbs im Juni 1924 durch die nur marginal gefrorene Plöner Seenplatte und fiel damit aus der Wertung und dem gleichen Atemzug dem Vergessen anheim. Was man von seinem Sport leider nicht sagen kann.